Servus Leute und willkommen zurück. Ja, mit dem Heu sind wir ja fertig. Da kamen ja jetzt dann einige Fragen auf, wie die Mechanik von dem Heugreifer und dem funktioniert. Ja, und jetzt habe ich überlegt, entweder ich mache ein Abo-Spezial draus, aber das dauert ein bisschen, bis das dann kommt. Habe ich mir gedacht, puh, ist auch nicht so toll. Ach, dann nimmst du es doch gleich, weil es eh aktuell ist, in der jetzigen Farmflock mit rein. Und ja, dann zeige ich euch einmal, wie das funktioniert. Dafür nehme ich mal die große Leuchte mit, den Strahler, und dann gehen wir mal in den Stadel. Ja, um euch das Ganze jetzt zu zeigen, jetzt wird es nämlich gleich relativ dunkel, habe ich mir einen Strahler aus der Halle mitgenommen, so Akkustrahler. Ja, im Betrieb kann ich das Ganze leider nicht zeigen, nicht demonstrieren. Jetzt befinden wir uns auf alle Fälle hier drin. Und wie funktioniert das Ganze jetzt? Also, ich zeige das jetzt einmal alles. Zuallererst da oben in der Ecke, da hängt der Hauptschalter. Mit dem Schalter, wenn ich auf den grünen Knopf drücke, schalte ich natürlich hier unten den E-Motor ein. Der treibt mit dem Riemen da oben das Holzrad an. Das zeige ich auch gleich nochmal von oben. Ja, und zum Starten, damit mir der Riemen nicht abrutscht, damit er bleibt, wo er soll, nehme ich immer hier innen den Balken, halte den quasi hier so an und schalte dann den Schalter ein, dann läuft er mir nicht auf der Seite ab. Das ist beim Starten einfach durch diesen unheimlichen Schub, der da im ersten Moment drauf ist, kann es passieren, dass der Riemen abfliegt. Und ja, dann darf man das Ding wieder drauf riemeln und wenn man sich sparen kann, macht man so. Ja, dann gehen wir mal ein Stockwerk höher, weil ein Stockwerk höher sitzt nämlich die Seilwinde zu dem ganzen Seilkran bzw. Heugreifer. Das da ist übrigens eine Dreschmaschine. Eine Mengele Günzburg Uranus 3. Uraltes Ding, funktioniert aber auch noch. Wäre auch mal interessant zu sehen, wie es läuft. Also ich kenne es ja, ihr aber nicht. Zeigen tätig es mal, aber im Moment wird es ja nicht gebraucht. Höchstens immer zum Getreideputzen. Uranus 3, wen es interessiert. Ja, jetzt zur eigentlichen Mechanik wieder vom Greifer. Hier drüben sitzt die Seilwinde. Klappe auf. Man sieht schon, da ist eine Seilwinde. Da unten drunter sitzt der Untermotor, der Treibriemen kommt hier rauf und treibt hier oben dieses Rad an. Es dreht nur in eine Richtung, also immer so rum. Bewegt hier drüben dann quasi die Seilwinde. Jetzt ist die Bremse drin, das heißt, die läuft aktuell, ist er ausgekuppelt, läuft leer durch. Gesteuert wird das Ganze ja mit hier zwei Stahlseile da, einmal mit dem vorderen da und einmal mit dem hinteren. Die laufen wir da rauf. Und dann davor und da vorne zu meine Betätigungsseile. Wie gesagt, ich kann da damit ja auslösen bzw. einrasten und die Bremse betätigen. Je nachdem, welches Seil das ich ziehe. Das hintere Seil, was man da sieht, das ist dafür zuständig zum Senken vom Kran bzw. um die Bremse auszulösen. Und das vordere Seil ist zum Heben bzw. Absenken und Auskuppeln. Beziehungsweise zum Umsteuern oben her gedacht. Da unten ist dann auch die Bremse zum Einstellen. Die wird dann je nachdem, wie fest sie rasten muss, muss sie da nachgestellt werden. Dann noch mal diese ganze Mechanik, die da drauf ist und dass da eben nichts rankommt, sitzt einfach bloß so ein kleiner Holzkasten da drüber. Ja, und das Ding, das arbeitet, wie gesagt, also ich ziehe vorne am Seil und dann kann ich sie auslösen. Je nachdem, was ich halt betätige. Oder dann natürlich hinten bremsen. Zack. Ausgekuppelt und gebremst. Ja. Und wenn ich jetzt anziehe, könnte ich nicht sogar runterlassen unter Umständen. Das müsste sogar gehen. Mal gucken. Hoffentlich kommt uns das Ding jetzt nicht gleich runter. Dann liegt er nämlich auf dem Kipper drauf. Dann frisst mich der vorne. Also, jetzt steht er normal auf Heben. Man sieht schon die Winde, jetzt ist die Kupplung drin. Jetzt zieht er nach oben. Und wenn ich jetzt da hinten betätige, dann käme er jetzt runter. Also jetzt hängt er ab.
So lässt er ab und wenn ich den Hebel jetzt dann einfach nochmal richtig durchziehe, ist die Bremse drin, dann steht er fest. Ist ein wenig blöd zu erklären, wie gesagt, es geht normalerweise einfacher, wenn er in Betrieb ist. Aber ich kann es halt nicht ändern. Wie gesagt, es funktioniert eigentlich alles ganz einfach. Heben, leicht anziehen, wieder senken, kommt er wieder runter. Das ist jetzt das Eigengewicht vom Greifer, dass er sich senkt. Mal gucken, wo er jetzt aktuell steht. Also, da sitzt ja wie gesagt bloß der Holzkasten drüber. Zack. Das ist ja bloß ein Schutz, dass oben nicht der ganze Dreck reinfällt. So, jetzt gehen wir einfach mal ein Stockwerk noch höher. Jetzt befinden wir uns oben wieder auf dem Heuboden. Ja, das Seil von der Seilwinde läuft ja hier rauf. Geht ja unten durch die Decke durch, kommt dann hier in dem Schacht rauf. Kann ich auch mal kurz das Licht anmachen, dann sieht man es vielleicht ein bisschen. Also da innen läuft das Seil, läuft da hoch. Da oben sieht man es dann noch einmal. Und ja, läuft dann da oben übers Eck quasi. Da rinder. Moment. Sieht man es? Ach, da oben sieht man es. Ich mach mal mehr Licht. So. Läuft da oben über die Umlenkrolle. Und dann zur Mitte hin, über die Laufkatze, wieder über die Umlenkrolle, runter auf den Greifer. Und auf dem Greifer oben drauf sitzt ja dann auch eine Rolle. Und die geht da wieder hoch zur Laufkatze. Und ja, da oben ist er dann fest. So, jetzt wenn ich unten mal Hebenseil ziehe, dann funktioniert es folgendermaßen. Ich ziehe, die Winde fängt das Ziehen an, wickelt das Seil auf, zieht quasi an, das ist wie ein Flaschenzug im Endeffekt. Das Seil wird da immer kürzer, zieht da hoch, zieht da dann mit dem Greifer nach oben. Der fährt ganz rauf und durch das, dass die ja zieht, fährt er automatisch nach da drüben. Automatisch. So, da fährt er rüber. Dann hat ja der Greifer hier oben zwei so Nasen, wo der Original Weilbach steht. Da ist doch so ein Eisen. Und das ist das Auslösereisen unten für den Greifer selber. So, der fährt nun auf. Zieht die Laufkatze oben dann, wenn er oben ist, am obersten Punkt rüberwärts, fährt darauf und da oben, keine Ahnung, ob man es erkennt, da sitzen zwei so blaue Führungseisen. Da fahren diese Nasen vom Greifer selber drauf, lösen den Greifer aus und der wirft die Ballen automatisch hier ab. Genau hier. Wenn der jetzt ausgelöst hat, zieht ja aber der Greifer weiter. Oder besser gesagt, die Winde weiter. Der fährt weiter hier rüber. Und bevor der ganz da hüben ankommt, sollte, müsste, dürfte man immer idealerweise wieder auf Senken drücken. Weil mir ist nämlich der Fehler auch schon unterlaufen. Ich habe ihn hochfahren lassen und habe den Fehler gemacht. Ja, zu spät gezogen, der fuhr rüber und dann hängt er fest. Dann kann einer ganz hoch, kann das Ding oben händisch wieder lösen, dass er dann wieder runterfährt. Ist eine beschissene Arbeit, deswegen immer mit dem Gehör achten, sobald der da oben klackt und auslöst, auf Senken drücken. Ja, so funktioniert das Ganze. Wie gesagt, zum Auslösen hat er ja dieses Eisen. Er löst er da aus. Der fährt oben auf diese Eisen drauf, die drückt es runter und die Klinke geht auf. Und wenn die aufgeht, dann klappt er automatisch aus. Und manches Mal klappt er wieder zusammen und fährt gleich da oben rein. Dann ist er in der Position wie jetzt. Manches Mal bleibt es offen, dann muss man ja halt, wie in meinem Video gezeigt, unten wieder zusammenklappen und dann erst aufmachen. Ja, so funktioniert es quasi. Wie gesagt, hoch, rüber, löst aus, wirft die Ballen ab, dann drücke ich auf Senken, der fährt wieder rüber. So, und jetzt kommt nämlich der Clou. Mein Greifer, der kann ja auch in die Richtung darüber fahren, wo das Stroh liegt. Also, normal, rauf und rüber. Jetzt wenn ich aber zum Beispiel Stroh habe und will das hier drüben abschmeißen, weil ich Stroh immer hier drüben lage,
dann nutzt es mir ja nichts, wenn er auf und darüber fährt, sondern ich will ihn ja dann über haben. Dann funktioniert es wie folgt. Ich drücke ihn unten auf Heben. Der Greifer fährt hoch. Ich lasse ihn oben klacken in die Führungsschiene, wenn er einrastet in die Laufkatze. Die Laufkatze sitzt ja da oben. Der rastet da oben ein und fährt automatisch darüber was. Sobald der anfängt, darüber was zu fahren, bevor der da drüben auslösen kann, ziehe ich das Senkenseil. Der fährt wieder zurück, fährt auf die Mitte drauf, klackt. Der fährt aber dann nicht runter, sondern fährt erst einmal über die Mitte hinweg und dann fährt er darüber. Wie funktioniert es jetzt, dass der darüber fahren kann? Dann überwärts zieht er ja die Seilwinde. Hier rüberwärts habe ich ja keine Seilwinde. Hier drüben, das sieht man leider alles nicht. Das ist alles zugebaut noch mit Stroh, da arbeite ich mich erst wieder vor. Sitzt da innen in diesem Holzschacht da hinten ein großes Gegengewicht. Der fährt quasi oben über die Mitte und das ist automatisch bei dem. Fährt er dann automatisch darüber. Da ist das Umlenkseil oben und da hängt an diesem Seil ein großes schweres Gegengewicht. Und das fährt quasi da hinten an der Wand bis runter an den Boden. Und wenn er jetzt über die Mitte drüber fährt, dann ist die Seilwinde quasi auf Leerlauf und spielt das Seil ab, lässt es da oben rüberlaufen, lässt die Laufkatze hier rüberfahren. Und da ist auch wieder so eine Auslösenase. Da macht er auf und wirft die Ballen hier drüben ab. So, und wenn ich ihn jetzt dann wieder unten haben will, muss ich ihn dann im ersten Moment auf Heben drücken. Der fährt mir wieder rüber, über die Mitte drüber und dann kann ich ihn absenken. Das Ganze hat man ja gesehen in meinem Video, wenn ich hochgefahren habe, das habe ich ja gesagt. Ich fahre den Greifer hoch, der fährt automatisch rüber und beim Runtertun fährt er erst einmal über die Mitte immer hinweg. Wenn ich auf Senken gedrückt habe. Und ja, im Endeffekt ist ein ganz einfaches Patent. Ich weiß, es gibt die Greifer auch mit einem Seil. Ich habe eine halt mit zwei. Ist nicht verkehrt. Funktioniert genauso. Der fährt über die Mitte immer automatisch hinweg und dann muss ich halt wieder auf Heben gehen, dass er dann in den Mittelpunkt neu fährt und dann wieder aufsenken. Und dann fährt er erst in der Mitte runter. Also der fährt quasi über die Mitte drüber, wieder zurück und dann wieder auf die Mitte und dann erst runter. Ist alles ein bisschen blöd zu erklären. Ja, zeigen ist natürlich, wie gesagt, ein bisschen schwierig. Geht schlecht. Das Gegengewicht zeigen kann ich auch nicht. Das läuft, wie gesagt, da in der Wand, in dieser Holzwand drin. Läuft bis runter. Es funktioniert jetzt, wie gesagt, seit Ende der 50er Jahre. Hängt der Greifer hier drin und tut seinen Zweck. Und hat mir schon einiges hochbefördert. Da kam ja unter anderem im Video auch unten drunter der Kommentar. Ja, Herrschaftszeiten, also mit Hochstechen bin ich da schneller. Gut, kann unter Umständen durchaus sein, dass du mit Hochstechen schneller bist, wenn du einen oben stehen hast oder wenn du direkt dann an Ort und Stelle stechen kannst. Vom Anhänger aus überhaupt kein Thema, will ich gar nicht widersprechen. Aber bei mir ist es ja so, der Stottel ist relativ groß. Wenn ich jetzt den Hänger genau unter das Loch stelle und steche die Ballen hoch, dann habe ich die ja bloß hier oben liegen, brauche auf alle Fälle auch eine Person, die schlichtet. Also komme ich um den Zweck auch nicht rum. Und das nächste ist, und das ist ja genau deswegen haben wir das Ding, ich kann schon meinetwegen, wie damals beim Stroh, 2500 Büschel Stroh per Hand hochstechen. Wenn ich das aber auf dem Feld schon gemacht habe, auf dem Anhänger hoch, dann bist du ganz ehrlich gesagt richtig froh, wenn du hier den Greifer hast. Und mein Vater, der hat es wie gesagt ein wenig besser drauf wie ich. Ich nehme ja immer nur vier Ballen. Er hat das System drauf, er schnappt sich acht Ballen auf einmal, weil er sagt ja, mit vier ist langweilig, acht Stück macht mehr Spaß. Das funktioniert natürlich auch. Der zwickt unten, also wie gesagt, er stellt dann glaube ich immer 2-2. Also blöd gesagt, zwei immer aufeinander, zwei da, zwei da, zwei da, zwei da. Und fährt mit dem Greifer dann und jeweils eine Zinke von dem Greifer außen zwickt sich die Ballen immer. Und zieht, wie gesagt, acht Stück auf einmal hoch. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, geht das System deutlich angenehmer, deutlich schneller, wie hochstechen. Und vor allen Dingen kraftschonender. Weil, wie gesagt, wir waren ja alle nicht jünger, wir waren alle älter. Und man denkt ja an seine Gesundheit auch.
Und alles, was ich maschinell machen kann, was eine Arbeitserleichterung für den Rücken allgemein ist, ist nie verkehrt. Weil, wie gesagt, wenn ich einmal 50 bin und hab's dann im Rücken drin, oder ich kann mich mit 60 nicht mehr gescheit rühren oder was der Geier was, weil ich mal alles kaputt gemacht habe, da habe ich nichts davon. Also mache ich es lieber so. Es ist gut für die Gesundheit. Und wie gesagt, für mich geht es so genauso schnell, wie wenn ich es hochstechen tät, weil einen Unterschied macht es bei mir nicht, weil ich eh bloß das kleine Loch in der Mitte habe. Klar, unten auf dem Zwischenboden, neben dem Kipper, da wird es mit Hand hochgestochen. Da geht es nicht anders. Da haben wir keinen Greifer dafür. Da wird es natürlich mit Hand gestochen. Aber das ist auch nicht lange die Höhe. Ich meine, auf dem Feld ist es kein Problem. Ich stich da oder meiner Ballen durchaus auch auf 4 Meter Höhen auf. 4-5 Meter. Warum auch nicht? Mit ein wenig Schwung fliegen sie sogar noch ein wenig. Das haben wir alles schon gemacht. Bei Stroh überhaupt kein Thema. Heu geht genauso. Aber ich sag's ganz ehrlich, wenn man was leichter machen kann, dann muss man sich leichter machen. Ja, also ich hoffe, das hat man jetzt dann irgendwie einigermaßen verstanden, wie der Greifer funktioniert. Ist wie gesagt alles ein wenig blöd zu erklären. Aber ich denke, einigermaßen verständlich war's. Ich versuche es dann noch einmal zu zeigen, wenn ich eine wirklich einmal eine Aktion habe, dass man dann einmal den Boden oben sieht, wie das alles funktioniert. Wenn da der Stroh einmal weg ist, kann ich einmal noch das Gegengewicht zeigen. Aber da muss ich erst einmal da noch ein frei arbeiten. Und ja, ich meine, es kommt ja nochmal Heu, da ist ja nochmal in Aktion. Ja, soweit jedenfalls. Ja, einen kleinen Nachtrag zu der Seilwinde gibt es noch. Ich habe gesagt, ich musste noch reparieren. Wir hatten nämlich ein kleines Malheur. Ja, ich habe am Ding die Ballen hochgezogen und war so schön am Arbeiten. Und ja, wie es der Teufel so will, irgendwas ist ja immer. Irgendwann hat es einmal gescheit geknallt gehabt. Erst hat es gedatzt, dann hat es auf einmal geknallt, dann lag dieses Holzrad da unten. Ja, das kommt davon, Holz ist halt ein lebender Stoff quasi, ein lebendes Baumaterial. Und je nachdem wie die Witterung ist, zieht sich das zusammen oder dehnt sich. Und wir hatten einfach das Problem, das Holz selber hat sich alles durch die Wärme zusammengezogen, war dann nicht mehr richtig fest. Man sieht ja da, da steckt Schleifpapier. Ne? Die Seilwinde hat eine Metallwelle und dieses große Holzrad, das ist mit Schleifpapier, also die Welle ist mit Schleifpapier umwickelt, die Körnung nach innen aufs Metall. Und das Holzrad steckt dann auf diesem Schleifpapier drauf und wird festgezogen mit die zwei großen Schrauben. Man darf das ja nicht so fest zuziehen, deswegen eben diese Auftickung mit dem Papier und dann wird sachte zugezogen, bis es sich halt nicht mehr mitdreht. Und ja, ist eigentlich ein ganz einfaches Patent. Und tja, wie gesagt, es kann halt ab und an mal passieren, dass sich das Ding löst. Und den Fall hatten wir, jetzt habe ich halt wieder neues Schleifpapier drauf gemacht. Das alte war ölig und habe das Rad wieder neu drauf montiert. Ja, und dann funktioniert es wieder. Ist kein großer Akt. Geht eigentlich wunderbar. Bloß ich was nochmal runter machen müssen, ich was noch einmal drehen müssen. Weil derweilen bei dem Rad fehlt hier drüben eine Ecke. Und das war normalerweise auf der anderen Seite und man sieht schon, der Riemen läuft nicht genau mittig. Man könnte es zwar unten mit dem Motor noch ein bisschen stellen. Hat der Vater was gesagt. Aber ja, da muss ich ja mal schauen, wie ich das mache. Das gehört noch ein wenig nachgestellt, dass das nicht abläuft. Und dann funktioniert das auch wieder soweit. Wie gesagt, fest ist es wieder. Ja, ich bin ja noch gefragt worden, wie die Kartoffeln ausschauen und was ich mit der Kartoffelkäferproblematik habe. Ob ich da viele habe. Also, das kann ich ja gerne mal zeigen. Da sind wir am Kartoffelacker. So schaut's aus. Dazwischen gehen natürlich leider ein Haufen Sonnenblumen auf, weil die sind ja gesät worden, bevor die Kartoffeln rauskamen. Ein paar habe ich schon rausgezwickt. Ich meine, jetzt gehört es dann demnächst käufelt. Kommt halt da ein Haufen Unkraut hier vorne. Ja, war in letzter Zeit einfach nicht die Zeit dazu. Zu meinen Süßkartoffeln, weil ja damals die Diskussion war, ob die was werden. Normal werden sie ja als Pflanzen ausgezählt. Ich habe jetzt einmal geguckt, es sind nicht alle gekommen, ja, ist richtig, fehlen einige, okay, beim nächsten Mal weiß man es besser, aber ich habe ein paar, ich habe auch gerade mal da hinten nachgegraben, habe
oder besser gesagt vor Bordeaux. Das da, ne, sind Süßkartoffelpflanzen. Unten dran hängen die Süßkartoffeln. Da habe ich da eine, da steht eine. Gut, da kommt jetzt dann natürlich nichts in dem Bereich. Da war aber auch die Maschine verklemmt. Da ist wieder eine. Da ist nichts zu sehen. Das ist wieder eine Sonnenblume, die kann raus. Da steht eine. Ja, da könnte das da auch eine sein. Ja, möglich. Also das ist eine. Das ist eine. Das ist eine. Das da, das da. Sonnenblume. Da steht eine. Sonnenblume. So. Da haben wir noch eine. Ja, die schmeiße ich jetzt einfach mal hier raus. Da sollen sie nicht wachsen. Gut. Ja, also Süßkartoffelpflanzen kommen auf alle Fälle ein paar. So schlecht ist das Ergebnis gar nicht. Freut mich. Für das, dass ich das allererste Mal mit Süßkartoffeln probiere. Der Rest da hinten, das sind ja dann Bamberge. Das sind Bamberge und das sind Bamberge. Zu den Käfer. Ja, Kartoffelkäfer haben wir auch. Da habe ich jetzt schon ein paar Mal abgesammelt. Ich meine, man sieht schon, da waren sie dran. Da hängt zum Beispiel wieder einer. Das sind diese Larven. Machen wir platt. Ja, also im Moment hält sich's in Grenzen, so viele sind es noch nicht. Wie gesagt, vom Befall her, so dramatisch ist das Ganze nicht. Ja, Käfer selber hat man eigentlich gar nicht, sind eigentlich mehr oder minder die Larven. Käfer sehe ich aktuell gar keine. Wie gesagt, wir haben halt immer abgesammelt. Wo du was findest, wird es gesammelt. Und danach halt dann vernichtet. Weil es ist halt nun mal ein Kartoffelschädling, der muss weg. Ja, jetzt habt ihr die Kartoffeln gesehen. Die Kürbis, ja, da gibt es nicht viel zu sehen. Die, die ich daheim habe, ja, die hinten hätte ich zeigen können. Hinten, die stehen, die wachsen und gedeihen. Und die, die wo ich daheim habe, ja, Kahlschlag, da waren leider die Schnecken drüber. Ich habe hier direkt Saaten, haben wir welche ausgesät, wenn die jetzt kommen, müssen wir mal gucken. Dann weil ich vielleicht doch ein wenig Schnecken kann einsetzen ringsrum um den Haufen. Und ja, dann hoffe ich einmal, dass ich die Schnecken da weghalte. Ja, hinten die wachsen so weiter. Da habe ich kein Schneckenkorn, nichts gebraucht. Da sind auch die Rehe bislang noch nicht nachgegangen. Und schauen wir mal, was wir am Ende zusammenbringen. So weit auf alle Fälle. Ja, vorhin hat es ja ein bisschen geregnet gehabt. Die Viecher fressen fleißig auf der Koppel. Naja. Ja. Soweit jedenfalls. Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, mit dem Greifer, das konnte ich einigermaßen sinnvoll rüberbringen. Und ja, wegen die Kartoffeln, wie gesagt, ich habe halt mal einen kleinen Ausschnitt gezeigt. Mehr ist es ja nicht. Und schauen wir mal. Ja. Und dann würde ich sagen, Servus, bis zum nächsten Mal. Dann kommen wieder ein paar interessante Sachen. Ich habe ja gesagt, ich muss die Woche dann nochmal, also im Urlaub, noch meinen Stall ausmisten und die Wände innen her gründlich abwaschen. Und das kommt dann im nächsten Vlog einmal mit. Jo, Servus, bis dahin.